Manchmal hat man zwei Fußballseelen in seiner Brust, wie der Franzose Didier Tolo, das ist der Trainer vom FC Sibe Vergangenheit, und der Tessiner Alberto Regazzoni, IB-Stürmer mit Sion-Vergangenheit. Grüß euch miteinander. Noch spannender ist es bei unserem heutigen Studiogast, bei Martin Friant. Der ist nämlich Walliser und arbeitet für IB. Wie ist es eigentlich mit dieser Seele, mit dieser Fußballseele in eurer Brust, Martin Friant? Schlägt es die mehr für IB oder mehr für den FC Sion? Ja, ist sehr schwierig. Ich bin Walliser und als Walliser ist es ganz klar, das Herz schlägt einfach immer für das Wallis. Aber jetzt bin ich angestellt für IB und für mich ist ja ganz klar, dass ich meine Arbeit hier mache. Und das ist zwiespältig. Ich denke, wenn es mal losgeht, wird es sehr schwierig für mich von den Gefühlen her. Aber im Vorfeld Riebe, ganz klar da. Es gibt natürlich jetzt ganz böse Zungen, die sagen, der Christian Constantin, umtriebiger FC Sion-Präsident, hat den Friant einfach eingeschleusert beim BSC Young Boys, damit er alles gegen ihn auslaufen. Jetzt wollen wir es mal demaskieren. Was hat er denn alles schon gesagt? Ja, dem Constantin wegen das schon noch CS3. Ich meine, der hat sehr gute Ideen zum Teil. Aber das ist sicher nicht der Fall bei mir. Also, das würde ich sicher niemals machen. Also, ich bin schon zu lange zu bleiben und ich trainiere die Spieler und habe bin sehr gerne da. Und so etwas würde ich sicher niemals in Frage kommen. Also ein Spieler mit IB-Vergangenheit. Wir haben für ein Archiv nachgeschaut und da ist ein Bild in die Hand gekommen, wo man euch sieht als Jongleur. Ihr seid ja IB-Stürmer und hier als Virtuose, also wirklich einer, der es getroffen hat im Bällen. Und nachher Szenen vom Spiel gegen FC Thun. Marc Schneider, der heute bei IB shootet, der Gigi Sermeter. Da mögt ihr euch noch erinnern? Ja, das war sehr schön, nicht immer einfach in der Zeit, weil wir gekämpft haben, um aufzusteigen. Aber ich habe da sehr schöne Erinnerungen. Vor allem habe ich hier mit Spielern zusammengespielt, die man jetzt aber immer noch trifft. Und es war eine sehr schöne Phase. Also um das Jahr und die Jahrhundertwende haben die Bibe gespielt, doch entscheidende Goal geschossen, sind nachher zum FC Sion ausgelegt worden und haben dort wegen einer Achillessehne müssen pausieren, müssen aufhören mit dem aktiven Sport. Dann ist die Trainerkarriere gekommen. Warum aber jetzt ein Konditionstrainer und jetzt in Anführungs- und Schluss eigentlich nicht normaler Trainer? Ja, das hat sich so ergeben. Ich war eigentlich schon als Spieler einer, der gelaufen ist, der gesächelt ist. Ich war nicht unbedingt der Spieler, der technisch stark war. Ich glaube, das ist ein bisschen auf der Hand gelegt, dass ich eher in die Richtung gehe, dass ich im konditionellen Bereich tätig werde. Also, Sie waren hier im Vorfeld des Cup-Finals natürlich tätig. Und heute ist ja die Medienkonferenz, die letzte Pressekonferenz vor dem Cup-Final. Da konnte man richtig fragen. Und es sind ja verschiedene, wenn wir auf ein Bild schauen, Leute da waren, aus der Presse begrüßt worden. Die ganze Mannschaft war anwesend, musste viel Auskunft geben. Zum Beispiel auch Mario Raimondi, einer, der natürlich unter Umständen eine wichtige Rolle spielen kann. Ich glaube, gut, es macht doch jeder Angst, aber ich will möglichst nicht viel ändern. Also es möglichst alles so machen wie schon. Meistens ist es sehr gut rausgekommen, dass man ein abgeschottet wird. Ja, das gehört glaube ich, einfach dazu im Fußball. Das ist glaube ich, normal. Das Besondere an dieser Vorbereitung ist, habe ich mir sagen, dieser Medienkonferenz, dass nichts Besonderes ist. Das ist doch eigenartig. Ja, ich denke, für die Spieler ist es sicher sehr speziell. Und dass man da noch extra weiss, was macht, ist sehr gefährlich, dass man nervös wird. Von dem her ist es sicher auch gut, so wie wir jetzt machen. Wir bereiten uns vor wie für jedes Spiel und klar, der Spieler wird selber genug Spannung aufbauen. Ich finde das richtig so. Und in Klammer, der BSC Young Boys kann immer Schweizer Meister werden in der Konstellation seit der gestrigen Runde, aber das ist kein Thema. Ja, das Double nehmen wir gerne, aber ich denke, wenn man realistisch ist, müssen alles für uns laufen und am Schluss müssen wir noch 5-6-0 gewinnen. Das ist sicher nicht realistisch. Gut, wir konzentrieren uns auf den Cup. Richtig, Martin Friant. Wir müssen alle unterbrechen. Man soll lieber die Tauben auf dem Dach als den Radler im Horst nehmen. Nehmen wir auch den Cup. Merci vielmals und gute Vorbereitungen mit dem BSC Young Boys und dass ihr hier noch vor diesem wichtigen Spiel seid ins Studio kommt.